Bauer sucht Frau, Moderatorin Inka Bause befindet sich aktuell für Dreharbeiten in Afrika. Für neue Folgen und ein Osterspecial hat sie dazu unter anderem das Bauernpärchen Gerald und Anna Heiser besucht. Aber es gibt noch mehr Überraschungen und Wiedersehen. Wie, Bauer sucht Frau, Moderatorin und Teilzeit-Amor Inka Bause auf Instagram verrät, ist sie derzeit in Afrika unterwegs, genauer gesagt in Namibia. In Berlin ist nun doch nochmal Winter. Umso schöner, dass ich für Bauer sucht Frau international nach Namibia reisen durfte, schreibt der TV-Liebling auf der Social-Media-Plattform. Demnach finden für die 5. Staffel aktuell im Süden des Sonnenkontinents die Dreharbeiten statt. Dazu besuchte sie unter anderem auch Rinderzüchter Klaus auf seiner Farm. Der 28-Jährige sucht mit Hilfe der RTL-Sendung eine Partnerin, die mit ihm das Leben unter der Sonne Afrikas teilen will. Bauer sucht Frau, Special. Inka Bause kündigt Sondersendung an. Aber neben neuen Bauern, habe Inka Bause auch gute alte Bekannte getroffen, verrät sie weiter. Demnach warten auf die Fans auch tolle Oster-Specials, die mit mindestens einem Wiedersehen locken. Offenbar gehört dazu auch das Bauernpärchen Gerald und Anna, die ebenfalls in Namibia wohnen. Mit zwei auf Instagram veröffentlichten Fotos konnten die Fans des Paares nämlich bereits erfahren, dass ein Kamerateam zu Besuch war, gemeinsam mit Kupplerin Inka Bause. Zusammen lächeln die drei breit grinsend in die Kamera. Und noch jemand Neues ist dort zu sehen. Ende des Jahres wuchs die Familie nach ihrem Sohn Leon vor 2 Jahren nun noch um Tochter Alina. In der 13. Staffel von Bauer sucht Frau lernte Anna Heiser ihren jetzigen Mann Gerald kennen, den sie 2018 heiratete und für den sie nach Namibia auswanderte. Jetzt scheint das Familienglück für die TV-Lieblinge perfekt. Bauer sucht Frau. Überraschung. Ein weiteres Wiedersehen steht wohl ins Haus. Aber auch ein zweites, Bauer sucht Frau, Pärchen hat offenbar Besuch vom Kamerateam gehabt. Denn via Instagram verrieten jetzt ebenso Jörn und Olivia, die sich in der 14. Staffel der Kuppelshow kennen und lieben lernten, dass sie bald wieder bei RTL zu sehen sein werden. Naheliegend ist da der Verdacht, dass auch sie Besuch von Inka hatten. Immerhin hängt auch bei den beiden in Namibia wohnenden Bauern der Himmel voller Babywolken. Die beiden sind Ende Oktober 2022 ebenfalls zum zweiten Mal Eltern geworden. Nachdem Sohnemann Bruno bereits im Mai 2021 auf die Welt kam, komplettiert ihre kleine Tochter Aurelia nun die Bauernfamilie. Und das ist nicht alles, wie die beiden auf Instagram schreiben. Heute haben wir einen Familienausflug zu den Sen mal wieder gemacht. Unsere kleine Aurelia wurde in einer uralten, traditionellen Zeremonie des Stamms gesegnet. Offenbar wurden sie dabei vom RTL-Kamerateam begleitet. Denn unter dem Foto folgt der Hinweis, dass dieses besondere Ereignis bald bei Bauer sucht Frau zu sehen sein wird. Ob Inka Bause für ihr Osterspecial noch mehr Überraschungen parat hat, wird sich spätestens Anfang April zeigen. Wir sind gespannt.